meine lieben Glühbirnen und herzlich willkommen zurück zu Ahead in Time. Beim letzten Mal haben wir hier vor diesem kleinen Schleusentor aufgehört. Und ich möchte erstmal wieder da nach oben klettern natürlich. In diesem Part eine kleine Sache erwähnen, die ich vergessen hatte. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass der letzte Part ein bisschen kürzer war als sonst. Das hat einen ganz simplen Grund. Aufgrund der Klausurenphase habe ich leider generell kaum Zeit für YouTube. Weswegen ich mich auf kürzere Videos beschränken will. Einfach nur, damit ihr überhaupt welche Videos bekommen könnt. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht dafür peinigen. Und wir gehen jetzt erstmal hier rein. Trespassing minus 7000 Diamanten. Was? Ich bekomme eine Rechnung? Ich bekomme eine Strafrechnung dafür? Coole Mucke, ey. Ich dachte, das wäre ein Filmstudio und kein Nachtclub. Tanzen wir? Yo, wir tanzen! Haha! Ich liebe dieses Spiel! Wir tanzen einfach! Yo! We are the most famous girl in this town. Yo, Mage. No humans allowed. Keine Mafia. Und ich habe irgendwie das Gefühl, denen dürfen wir hier nicht begegnen. Ja, er hat uns entdeckt und einmal Schaden zugefügt und... Disrupting Studio Records minus 100.000. Was? Was? Was für Strafen kriegen wir denn hier? Kann ich ihn irgendwie töten? Nope. Das gibt nochmal eine Strafe. Nochmal Leben weg. Was? Heilige Kacke. Wir haben hier bald keine Diamanten mehr für niemals. Oder irgendwie so. Hallo DJ Boba, DJ Groove. What's up? Echt? Nicht mal da drauf darf ich drauf? Wo darf ich überhaupt drauf? Spiel! Ich glaube, wir müssen uns einfach hier wirklich versteckt halten. Das ist so schleichen. Attack! So, einmal rüber zu den Eulen. Ich hole mir erstmal hier das Herz und die drehen hier scheinbar irgendeine Art Western und die so eine Art Disco-Film. Keine Ahnung. Ups. Wie komme ich hier rüber? Ich muss auf die andere Seite. Nein, so nicht. Okay, ins rote Licht darf ich nicht. Ach, ich kann hier hoch. Okay, ich habe nicht gesehen, dass ich hier hoch kann. Und wir bekommen einen Wollknäuel. Bekommen wir dadurch eine neue Fähigkeit? Nein, Brewing Jarn. Kennen wir ja schon, leider. Da hinten steigt Rauch aus, merke ich gerade. Okay, von hier. Können wir hier echt nirgendwo rüber? Irgendwo müssen wir doch hier rüber können. Ich gehe nochmal hier hoch. Hier ist unser Scheinwerfer und so. Ach, können wir vielleicht hier... Ah, wir können hinter der Kulisse rumlaufen. Das ist eine Idee. Au! Stimmt ja, Fallschaden. Was? Warum wurde ich jetzt hier zurückteleportiert? Darf ich da nicht hinten rumlaufen? Aber es sieht so danach aus, dass man da hinten rumlaufen soll. Aber wir... Nein, Color wollte ich nicht. Was? Warum haben wir dann keinen Umbrella rausgeholt? Wir hätten doch endlich einen Umbrella rausholen sollen. Huh. Okay, wir dürfen scheinbar doch nicht da drauf. Wir kriegen da einfach Schaden. Weil sonst hätten wir einfach einen Umbrella rausholen. Ach, hier unten gibt es einen kleinen Weg. Okay, ich habe ihn gefunden. Entschuldigung. Aber dahinter hätte man auch eigentlich laufen können. Finde ich jetzt ein bisschen... Mist. Beim anderen hat es auch eine Zeit gedauert, bis er uns entdeckt hat. Warum hat er uns jetzt direkt entdeckt? Minus 407.000. Ich frage mich, ob das wirklich irgendeine Art von... Echt jetzt? Nur weil ich gegen dieses Pappschild geknallt bin. Ich frage mich wirklich, ob das irgendeine Art von Konsequenz haben wird. Wie viel Schulden wir haben. So, einmal schnell durch. Hier steht auch überall No Humans, No Humans. Assault und Kaktus, minus 1500. Das war ich nicht. Ich hab nichts gesehen. So, jetzt James Bond Ninja mäßig. Stimmt, die Musik hat ein bisschen was von James Bond, merke ich gerade. So, mit viel Fantasie. Ganz viel Fantasie. Ich habe noch nie einen James Bond Film gesehen, da bin ich ehrlich. Oh, ein Time Rift. Aber der katapultiert uns zurück zu dem Eingang von der Welt. Ice John! Genau den wollte ich! Und den kann ich auch freischalten, weil ich habe mehr als genug.
Stitches zum Johnen. Was? So. Ice John. Jetzt können wir diese Eisfähigkeit einsetzen. It's called hold left trigger to do a ground pound. Linken Trigger? Heilige Kacke. Holy Kacke, Kacki, Kacku, Kika, da, was? Wir sehen cool aus. Machen wir mal eine andere Pose oder ist es immer die gleiche? Es ist immer die gleiche. Wollen wir nochmal einen Time Rift? Ich will irgendwie nochmal den Time Rift. Aber ich will auch gleichzeitig die Welt hier erkunden. Ach komm, wenn wir schon beim Time Rift sind, können wir auch den Time Rift machen. Es gibt ja nur einen in dieser Welt. Zumindest ist bisher nur einer freigeschaltet. Und so viel, also so weit waren wir noch nicht. Und das sieht cool aus. Das erinnert mich jetzt aber voll an Dishonored. Das ist echt Dishonored pur. Huch. Ach, wir müssen hier wieder diese Bildchen sammeln. Dann habe ich wahrscheinlich schon wieder eins übersehen, oder? Gibt es hier irgendein Bildchen? Nein. Vielleicht gibt es auf jeder Etage dann ein Bildchen. Das wäre zumindest sehr einfach zum Sammeln. Ich möchte halt wissen, was passiert, wenn man alle sammelt. Vielleicht kommt dann in diesem Raum, wo wir die Bilder gesehen haben, irgendwas dazu. Das wäre cool. Das wäre echt sehr cool. Okay. Da vorne scheint es zwei Dinger zu geben, aber ich weiß nicht, was das genau ist. Sind es auch Bilder? Nee, das ist... Oh! Ich habe nicht gesehen, dass hier auch ein Scheinwerfer ist, den wir ausweichen müssen. Ach, das sind Kameras. Wie komme ich denn da rüber? Ich weiß es nicht. Können wir irgendwie hier lang? Nein. Wir fallen einfach ins bodenlose Etwas. Ground Pound? Macht das irgendwas? Können wir vielleicht hier so durch? Ah, okay, wenn wir da durchgehen, geht es schnell genug, dass uns nichts passiert. Okay. Good to know. Ah, und wenn wir hier drüber gehen, dann passiert uns generell nichts. Okay, ich bin doof. Kann ich hier rein? Nö. Aber wir haben zumindest ein Herz wiederbekommen. Ist da oben irgendwas? Nein. Da vorne ist noch so eine Krone. Mhm. Aber ich will diese Bilder. Ich will diese Bilder ganz dringend. Okay. Hier sind nur Kronen. Kronen und da oben ist ein Bild. Ich schätze einfach wirklich, dass es pro Ebene jetzt ein Bild gibt. Auch wenn es bei Mafia, glaube ich, nicht so war. Zumindest war bei Mafia bei einer Ebene zwei Bilderstücke mindestens. Ich weiß nicht mehr genau, aber es gab auf jeden Fall mehrere Bilderstücke. In einer Ebene beim... Okay, das nächste Upgrade wird das Anti-Bounce sein. Heilige Kacke ist dieses Pounce. Kacke. Doof. Nicht Kacke, ich darf's ja nicht. Ah doch, ich darf's ja jetzt sagen. Ich bin ja kein YouTube-Partner mehr. Ich darf ab jetzt Kacke, Scheiße und was weiß ich sagen. Cool. Ich habe mich nie darüber gefreut, meine Partner. Ah. Das passiert, wenn man lange nicht spielt, Leute. Man stirbt ohne Ende. So. Hier hoch. Das ist ja kein Problem. Hier das Bildchen einsammeln. Wir sind ja gute Pros. Und jetzt wissen wir auch, wie wir an der Kamera vorbeikommen, ohne Schaden zu nehmen. So, schön die Edelsteinchen hier einsammeln. So, das Herz brauchen wir noch nicht. Hier die Edelsteinchen. Und wo sind wir lang geklettert? Ach, hier glaube ich. Hier sind wir irgendwo lang. So, hier hoch. No wire perching, whatever. So, hier bitte auf den Verschlusskasten. Also, Verschlusskasten, Anschlusskasten. Was ist denn hier? Ich höre irgendeinen aufgeregten Vogel labern. Ach, das ist ein Telefonkabel so gesehen. Und ja, es gibt mehr als ein Bild pro Ebene. Weil hier wäre das zweite Bildstück für diese Ebene. Besser gesagt, das erste für uns, aber das zweite, was wir gesehen haben. Weil hier war ja auch noch ein Bildstück. Okay, drei hätten wir. Das hätten wir jetzt auch. Und hier sehe ich noch zwei Kronen, die ich unbedingt haben will. Schön runter. So. Die Krone auch. Nee, oder? Ich bin jetzt wirklich in die Kamera reingesprungen. Na, egal. Die Kamera macht uns ja nur einen Schaden und wir haben ja hier noch dieses eine Herzchen, also ist alles okay. So. Hier konnten wir ja draufspringen, wenn ich es
richtig gesehen habe. Ich sollte nicht versuchen, auf irgendwelche Plattformen zu springen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. So. Ich gehe lieber den vorherigen Weg, weil da weiß ich auch, dass er funktioniert. So, hier rüber. Hier an der Seite haben wir schon alles geholt. Jetzt können wir, glaube ich, auch weiter. Nein, 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 nein. Bitte nicht abspringen, sondern hier zu den Verteilerkästen. Verteilerkästen waren es, nicht Anschlusskästen. So. Und rein, würde ich sagen, oder? Oder seht ihr hier noch irgendwas? Also ich sehe hier gar nichts. Ich höre nur fancy Musik. So. Hier. Was steht denn hier? Use no hooks. Okay, keine Hooks dafür. No hookup line. Gibt es hier irgendwo ein verstecktes Bild? Nö. Au. Ich wollte mir ja gerade an die Augenbraue fassen, um zu kratzen. Was? Was ist hier jetzt passiert? Und haben mir dabei ins Auge gefasst. Das hat weh. Was hat mich gerade abgeschossen? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich habe mir gerade echt ins Auge gefasst. Ah! Ich wollte mich an der Augenbraue kratzen und habe mir ins Auge gefasst. Wie unfähig bin ich? There's a piece of paper pinned to this crate. It's a receipt for a bunch of prop supplies. Weird. Seems like someone snuck a copy of Corky Quest 7 onto this order. But it doesn't seem to have been delivered properly. Looks like they got a crate of fish instead. Huh? Wer das mit Corky 7 nicht verstanden hat, der sollte den versteckten Part, nenne ich ihn jetzt mal, angucken, weil wir das dort spielen. So. Leben wieder aufgesammelt. Ich frage mich echt, was uns vorhin erwischt hatte. Was? Was? Wie? Wo? Wer? Hä? Ich habe da keine Lampe gesehen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach, hier ist die Kamera. Hey! Ich bin gerade über die Kamera rüber. Das ist doch böse. Müssen wir von oben drauf springen, oder? Wie brauche ich das zu verstehen? Ach, die Kamera. Es sind zwei Kameras. Ah, das erklärt einiges. So. Die Kamerasteuerung, also nicht die Kameras hier, also nicht nur, sondern auch die Kamerasteuerung, die spielt ein bisschen gegen mich. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Nein! Oh! So knapp. Diese Kameras sind echt anstrengend. Muss ich zugeben. So, bitte hier ein paar Edelsteinchen. Hier oben. Was gibt's hier oben? Ein Bildstück. Ein weiteres Bildstück. Das freut mich. So, uns fehlen nur noch vier. Also, kann ich eigentlich die Dinger auch damit kaputt machen? Nö. Dafür brauche ich schon meinen Hexenhut. Jo, ein paar Edelsteinchen sammeln. Nein! Nein! Das eine Edelsteinchen ist runtergefallen. Tragik. Pure Tragik. Hier hinten leuchtet noch irgendwas. Da noch was. Okay, diese Welt hier ist ein bisschen groß. Ich bin minimal überfordert gerade. Hier schreckt sich auf jeden Fall nach oben und hier können wir Eis pounden. Hier können wir Eis pounden. Das will ich ausprobieren. So, 5 von 8. Weil Eis pounden habe ich bisher noch nicht gemacht. Das hat sich irgendwie gereimt. Wie soll man an diese Krone drankommen? Sagt's mir mal bitte. Keine Ahnung. Ach, das ist einfach so ein Katapult. Was uns dann hier rüber katapultiert. Das ist cool. Aber wie man an diese eine Krone da drankommen soll, ist mir immer noch ein Rätsel. Ohne zu sterben, versteht sich. Ich glaube, für diese eine Krone muss man... Könnte ich? Ah, okay. So kann man da drankommen. Das war knapp. Das war sehr knapp. Hier gibt's nichts. Okay, jetzt wissen wir auch, wie die Eisplattformen funktionieren. Dann könnten wir eigentlich im nächsten Part zurück zum Mafia Town und dort mal mit den Eisplattformen ein bisschen rumprobieren. Aber ich glaube, wir haben alles, was man per Eisplattform holen sollte, schon irgendwie so geholt. Irgendwie kann ich mich da nicht dran erinnern, dass wir da noch groß Dinge hatten, die wir holen wollten. Und wenn, dann wäre es halt auch nur ein bisschen Jan, wovon wir ehrlich gesagt gerade mehr als genug haben. Ich meine, wir haben, glaube ich, gerade noch 8 Stück und wir haben erst vor kurzem den Hut da freigeschaltet. Ja, wir haben noch 8 Stück. Also, wir haben echt unmenschlich viel Jahren gerade. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich gerne wüsste, wo ich hier lang soll. Ich glaube, ich kann mal versuchen, hier hinten, so hier... Nein, 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 nein! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, nö. Oh nö, tschüss.
Ich wollte da auf der Kante landen, weil es da aussah, als könnte ich da irgendwo hin. Okay, ich merke schon, dieser Time Rift wird anstrengend. Weil die Kamera einfach gegen mich spielt. Da bin ich ganz ehrlich, ich habe total Probleme gerade mit der Kamerasteuerung. Das Spiel hatte sonst nie wirklich Probleme. Wo geht's denn hier nochmal hoch? Ich habe das komplett vergessen. Ich weiß nicht mehr, wo es hier hochging. Ich meine, guck mal an. Das hier ist alles, was ich mit der Kamera sehen kann. Das ist, zu wenig. Möchte man meinen. Es ist ein kleines Ticken zu wenig. Vor allem, wenn man hier irgendwo hoch soll. Da wäre es halt praktisch, wenn ich auch nach oben gucken könnte. Ha. Irgendwo hier ging es doch hoch, oder nicht? Ah, genau, hier mit dem Wandspringen. Wie gesagt, hätte ich hochgucken können, hätte ich es wieder früher wiederentdeckt. Naja, ich will mich ja jetzt mal nicht so viel beklagen. Nein, da wollte ich nicht hin. Hier hoch. Und ich wollte darüber vorhin. Huch! Da war eine Kamera! Wer hätte da eine Kamera gesehen? Was? Wie bitte? Hä? Ich bin gerade... Da war echt eine Kamera? Wie hätte man da die Kamera sehen sollen? Oh Gott, ey. Dieses Spiel wird mich noch an den Rand des Wahnsinns treiben hier. Zumindest dieses Level. Das war die Kamera, oder wie? Die uns entdeckt hat, oder... Was hat uns da entdeckt gehabt? Irgendwas hier oben. Ich habe keine Ahnung. Oh, das war knapp. Ich wollte hier hoch. Danke, Spiel. Vielen Dank. So. Wo kann man hier noch lang? Hier kann man lang. Ich sehe wieder so einen leicht roten Schimmer, der mir irgendwie sagt, dass das eine Kamera ist. Ich bin da ehrlich, vielleicht liegt es an der Farbenblindheitsding da. Protanopie? Erkennt man das jetzt besser vielleicht? Erkennt man hier jetzt irgendwas besser? Ist das eine Kamera? Nein, das ist einfach nur Licht. Die Kameras wirken auch gleich. Okay, dann kann ich es wieder deaktivieren. So lieb gemeinter Farbenblindmodus auch ist, der ist ziemlich kacke. Muss man sagen. Hier könnte ich theoretisch runter, möchte ich aber nicht. Ich möchte erstmal hier das Herz und dann zu diesem Bildstück da hinten. Was seid ihr eigentlich? Ach, ihr seid wie die Luftballons. Okay, ihr funktioniert wie Luftballons. Das ist auch ganz gut zu wissen. Und ihr respawnt einfach wieder? Oder, ja, ihr respawnt einfach wieder direkt. So, ja, knapp noch geschafft. Okay, uns fehlen noch zwei Bildstücke. Ich weiß nicht, ob die hier in diesem Level sind, aber da hinten ist auf jeden Fall eine Krone. Und da will ich deswegen auch mal kurz hin. Einfach nur... Was? Die Kameras waren auf mich gerichtet? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh Mann. Ich erkenne das mit den Kameras echt zu schlecht. Ich bin echt zu doof dafür. Das ist, glaube ich, bisher der anstrengendste Time Rift. Das kann ich beruhigt sagen. Naja, was heißt hier beruhigt? Das kann ich leider sagen. Obwohl er mir auch Spaß macht. Also ich hatte bisher keinen Time Rift, wo ich gesagt hätte, nee, der macht mir keinen Spaß. Auch wenn das hier mittlerweile grenzwertig ist. Aber nur grenzwertig. Nicht spaßig. Keine Ahnung, wie ich es formulieren sollte. So, hier hoch. Hier auch. Komm ich? Hier irgendwie... Ah, perfekt. Okay. Hier sind die Kameras. Zu denen will ich nicht. Ich möchte nur zu der Krone. Super. Weil von hier aus sehe ich, dass zum Beispiel da hinten das sehr danach aussieht, dass man hier hinten sich noch irgendwas Cooles holen kann. Wegen dieser Stange. Aber ich glaube, die Stange ist hier nicht als Plattform gedacht. Ich glaube wirklich, dass das hier jetzt alles war. Und dass wir beruhigt ins nächste Level können. Ich hoffe wirklich, dass es noch ein Level gibt mit zwei Bildstücken. Okay, es gibt auf jeden Fall noch ein Level.
Und ich hoffe wirklich, dass es hier noch zwei Bildstücke gibt, weil ich will diese Bildstücke haben. Oh, und wir sollten den Eulen ausweichen. Das habe ich gerade aus Versehen einfach gemacht. Was bist denn du? Ich habe keine Ahnung. Irgendein Schalter. Ich glaube, die müssen wir hier aktivieren. Weil ich bin tot. Ich bin einfach nur tot. Nein, oder? Wir müssen doch jetzt nicht den gesamten Time Rift neu machen. Das ist doch nicht dein Ernstspiel, oder? Auch mit dem ganzen Bild. Okay, Leute. Okay, wir machen es ganz einfach. Nee, oder? ich cutte ab hier. Ihr könnt dann in die Beschreibung gucken für den Uncut-Part. Ich werde einfach weiter kommentieren. Und dann könnt ihr euch den Uncut-Part angucken, wenn ihr so sadistisch, masochistisch seid. Tja, was man nicht so alles entdeckt, wenn man alles neu spielen muss. So. Dann wäre das auch geschafft. Dann hätten wir den Time Rift abgeschlossen und wir sind gerade bei der Mitte des Time Rifts, wenn die Zeitleiste da unten richtig ist. Und müssen hier jetzt irgendwie überleben. Oh Gott, ey. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du hast mich nicht entdeckt. Du hast nichts, rein gar nichts entdeckt, du kleine Eule. So, rüber zum Krönchen, am besten nicht dabei runterspringen. Puh, jetzt wo ich weiß, was passiert, wenn man stirbt, bin ich irgendwie ein bisschen mehr auf Zack, möchte ich meinen. Okay, da ist noch ein Bild, das heißt, uns fehlt noch eins. Ein einziges. Nein! Nee, oder? Ich bin an der Wand abgebounced. Nein? Bleib mir weg, du. Ich weiß nicht, ob ich die angreifen kann und an diesem Punkt habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust, es auszuprobieren. So, da oben leuchtet noch irgendwas, aber ich kann leider nicht sehen, was. Ich kann hier auch leider nicht richtig abspringen. Ach, das ist über uns. Okay, das Leuchten ist über uns. Wie schaffe ich es jetzt? Am geschicktesten. Am geschicktesten ist es, glaube ich, nicht hier rüber, sondern hier rüber. Ach, ich kann von den Dingern gar nicht abspringen. Okay, so viel dazu. Kann ich hier vielleicht so irgendwie hochklettern? Ich habe immer bei diesem Spiel das Gefühl, dass ich genau den Weg gehe, den die Entwickler nicht gedacht haben. Aber ich glaube, das war von den Entwicklern so gedacht. Also, dass man ständig das Gefühl hat, irgendwas zu machen, was die nicht so gedacht hatten. Wie zum Beispiel hier runterfallen, weil man dachte, man kann auf diesem Leiter da laufen. Aber zum Beispiel hier bei diesen Streben hochzuklettern. Das wirkt halt irgendwie so glitchy. Aber ich glaube, das ist von den Entwicklern schon gewollt, dass man halt hier so extrem viele Möglichkeiten hat, wie man zum Ziel kommt, ohne dass jetzt die Möglichkeiten wirklich so offensichtlich wirken. Aber wisst ihr, es gibt immer so vorgetäuschte Möglichkeiten, so nach dem Motto, ja, es sieht so aus, als könntest du hier deine freie Wahl treffen, aber eigentlich hast du nur die Wahl zwischen drei vorgeschriebenen Dingen. Aber hier hat man wirklich so dieses Gefühl, man entdeckt wirklich eigene Wege und verkackt auf vollster Linie dabei. Ich muss auch manchmal ehrlich sein. Zu mir und zu euch. So, schnell hier rüber, bevor die Eulen mich belästigen und ganz viele Herzen verschwenden, weil man diese nicht... Huh.
Aha. Wie kann ich dieses gelbe Ding aktivieren? Ich weiß es nicht. Ganz viele Herzen verschwenden, weil man die nicht meiden kann. So, jetzt hier hoch. Nein, nein! Warum fahre ich jetzt runter? Naja, zum Glück war das nicht an dieser ekligen Stelle. Aber warum bin ich da jetzt nun runtergefallen? Ich war doch auf dem Kabel. Oder kann ich hier nicht bis zum Endstück laufen und muss hier so cool hochspringen? Ich wäre ihr sehr dankbar, wenn sie sich öfter mal festhalten würde. Okay. Gibt es hier noch irgendwo was, was ich haben möchte? Die Krone ist mir Schnuppe. Ich brauche hier nicht alle. Und Bildteil gibt es hier scheinbar keins mehr. Das heißt, im nächsten Level wird es dann wahrscheinlich eins geben. Wenn die Zeitleiste echt war, gibt es noch ein Level. Ja, das ist das letzte Level hier. Und hier sollte dann das letzte Bildteil auch zu sehen sein. Da kann ich den Time Rift verlassen, wenn ich es richtig sehe. Aber hier muss es doch noch irgendwo ein Bildteil geben. Oder habe ich wieder ein Bildteil verpasst? Nee, 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 nee. Hier, das lockt doch. Das lockt doch hier nach oben. Und das muss doch nicht sinnlos sein. Ja, da ist das letzte Bildteil. Wir haben alle Bildteile. Yes. Jetzt können wir den Time Rift auch problemlos verlassen. Und kaputt kloppen. Hallo, Time Rift. Stimmt ja. Der explodiert ja, wenn man öfter drauf haut. Ich muss den ja verprügeln, da war ja was. So, was kriegen wir jetzt dafür, dass wir alle Bilder haben? Irgendwas? Ja, 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 ja. Conductor and Grooves, Big Dreams. Ah, okay, jetzt können wir hier alles angucken. Ist das die Geschichte von denen? Conductor und Grooves. Sie lebten in zwei abgeschiedenen Häusern auf zwei abgeschiedenen Planeten. Grooves lebte in einer futuristischen Welt, Conductor in einer typisch westlichen. Beide träumten nur von dem Nummer 1 Filmpreis. Es war der größte Traum für Klein Conductor und Klein Grooves. Darum machten sich beide auf den Weg und Jahre später mieteten sie sich das Studio von Dead Bird Studios. Nur leider gab es ein Problem. Sie beide wollten in das Studio und sie beide hatten das Anrecht dazu. Darum verzankten sie sich. Und sie stritten und stritten, sodass das Dead Bird Studios in zwei Hälften geteilt wurde. Die westliche Seite und die futuristische Seite. Und so geht es bis heute. New Color. New Color. Immer noch ne. Headflare. Wenigstens etwas. Jetzt haben wir eine Weihnachtsmütze statt dieser seltsamen Eismütze. Oh ja, dann wäre dieses Time Rift geschafft. Holy moly, war das anstrengend, du. Wie gesagt, Uncut Part ist in der Beschreibung für die, die es interessiert. Oh mein Gott, sehen wir süß aus damit. Sehen wir süß aus. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Was machen dieses Terminal hier? Seven Stage Striker Collecting Quantum Harmonizer. Das werde ich garantiert nicht übersetzen. It was pretty expensive, but who doesn't deserve to treat themselves every now and then? Ja. Wer verdient es nicht, sich selber hin und wieder zu belohnen? Hier würde ich gerne raus. Ich würde so gerne im Weltall schweben. Aber ja, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich wie immer natürlich gerne wissen. Und ich würde sagen, auf Wiedersehen, Leute. Euer, Hüpfi, 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 Ron.